Notrufzentrale? Mein Baby, es hat starkes Fieber und schreit seit Stunden. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es wird einfach nicht besser. Ich habe das Gefühl, er glüht richtig. Bitte helfen Sie ihm. Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist unterwegs. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Handeln im Notfall. Wie Sie vermutlich dem Intro schon entnommen haben, sprechen wir heute über Fieber bei Kindern. Heute bei mir im Studio habe ich dazu niemand Geringeren als die Chefärztin der Swiss Mountain Clinic, Dr. Med Petra Wiechel. Herzlich willkommen, liebe Petra. Vielen Dank. Nun, zum Thema Fieber. Würde mich mal interessieren, ab wann spricht man denn von leichtem Fieber und ab wann ist es wirklich erhöhtes Fieber? Erstmal muss man davon ausgehen, dass wir ja eine Betriebstemperatur haben. Mhm. Und die Betriebstemperatur, wo eigentlich der Körper in der Lage ist, all seine funktionellen Lebensaufgaben ablaufen zu lassen, ist ungefähr 36,8 bis 37,3 mhm. Grad Celsius. Und alles, was dann sich hochschaukelt über 37, 5, 6, 7, würde schon ein leichtes Fieber, eine erhöhte Temperatur bedeuten. Aber ein erhöhtes Fieber ist dann weit über 38,5 Grad. Mhm. Und ab welcher Temperatur könnte man sagen, wird es gefährlich? Also 38,5, ich nehme mal an, da ist es noch ja, nicht. Ja, also zwischen 38,5 und jetzt muss man natürlich auch noch unterscheiden zwischen Kind und Erwachsenem, sage ich mal, wird alles, was über 40 ist, dann schon, gehört schon in eine gewisse Obhut. Mhm. Mhm. Und gibt es dann auch Unterschiede bei den Kindern? Also sagt man jetzt zum Beispiel, ein Baby unter 3 Monaten, das Fieber hat, ist das weniger oder schlimmer sogar als ein Kind, das jetzt vielleicht schon 2, 3 Jahre alt ist? Na, vielleicht müssen wir anders erstmal rangehen. Also Fieber ist ja gar nicht irgendwie gleichzusetzen mit Krankheit. Mhm. Fieber ist der Prozess, den der Körper schafft, um jetzt seine Immunabwehr aufzubauen. Mhm. Und das ist doch ganz selbstverständlich, dass ein Kind, ein Kleinkind, ein heranwachsendes Kind natürlich über diese Fieberreaktionen seine eigene Immunabwehr aufbaut. Das heißt, mit jedem Anstieg der Temperatur ist ja immer ein Prozess verknüpft. Mhm. Ne? Der Körper macht nie einen Fehler und der macht auch nichts aus einer nicht sinnvollen Anlass. Das heißt, wenn er in dem Moment mit einer Belastung konfrontiert wird, ob das jetzt viral ist oder bakteriell, dann startet er das Fieber als Prozess, der jetzt Tausende von Enzymen bereitstellt, der jetzt die erste Reihe der Immunabwehr, das sind die weißen Blutkörperchen, in eine unglaublich hohe Anzahl, aber auch Aktivität bringt, die natürlich jetzt die Aufgabe haben, den sogenannten Feind zu erkennen und ihn einfach zu eliminieren. Mhm. Das heißt, wenn der Körper diese Aufgabe nicht machen darf, weil du jetzt als Mutter vielleicht Angst hast, das Fieber, dann würdest du ihm diese Möglichkeit nehmen. Mhm. Und es würde durch einen zum Beispiel chemischen Fiebersaft bei dem Kind, bei 38,5 Grad zum Beispiel, würde der Prozess dann sofort runterreguliert werden auf 36,8 oder 37. Mhm. Aber der Krankheitsprozess ist ja noch am Laufen. Ja. Das heißt, der Körper will eigentlich wieder, dass das Fieber ansteigt, damit er all diese Prozesse aktivieren kann. Mhm. Und Kinder, die die Möglichkeit haben, dieses Fieber auch zu durchleben, sind eigentlich die, die dann nach 3, 4 Tagen wieder draußen auf der Straße spielen. Ja. Aber die Kinder, die das nicht dürfen, die jonglieren zwischen hoch und runter. Und die Vermehrungstemperatur natürlich dieser Mikroorganismen ist nicht mehr im Fieber gegeben. Das heißt, über 38,5 Grad räumt der Körper auf. Mhm. Und zwar gewaltig und mit Sinn und Verstand. Ich habe auch bereits schon gehört, dass anscheinend, ich weiß nicht, ob das genau stimmt, aber dass pro Grad Körpertemperatur oder halbes Grad das Immunsystem verstärkt, also natürlich doppelt so stark wird dann doppelt eigentlich. Doppelt so stark in seiner Aktivität,
aber auch doppelt so wenig, wenn du in die Untertemperatur gehst. Ne? Das ist schon richtig. Deshalb hat man eigentlich ein Fieber gut zu begleiten. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kind habe und desto kleiner sie sind, desto schneller gehen sie auch hoch und desto reaktiver das System adaptativ sich anpassen kann, wird es das auch über Fieber tun. Und dann habe ich eigentlich nur die Aufgabe, dieses Fieber zu beobachten. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ein Kind habe und das kommt jetzt so ins Fieber, dann wird man das merken. Das ist also überall ganz heiß, so, ne, richtig heiß, das glüht. Und diese Hitze, die muss ich nicht noch gerade forcieren, indem ich das Kind richtig einpacke, sondern ich muss es jetzt leicht einpacken, dass der Körper auch so leicht ein bisschen in Kühlung kommt. Und das Mittel der Wahl bei Kindern ist immer das Ferrum Phosphoricum. Das ist das Bio-Schüssler-Mineral Nummer 3. Und Ferrum-Eisen, das kennst du ja, wenn das Eisen leitet. Wenn ich zum Beispiel an eine Eisenpfanne, die ist auch heiß. Ja. Oder ich fasse an einen Stab, draußen einen Laternenpfahl aus Eisen. Wenn es ganz kalt ist, da klebt meine Hand dran. Das heißt, Eisen leitet. Und das mache ich mir zunutze, wenn ich jetzt einem Kind zum Beispiel Ferrum Phosphoricum in Form von Globuli gebe oder in einer C6 oder C12 oder ich gebe es als Bio-Schüssler-Mineral, als Tablettchen, löse das auf, das Kind kann es trinken. Aber ich würde erstmal in diese Regulation reingehen. Das heißt, dem Körper nicht die Chance nehmen und es auch nicht auf 36, 8, 37 senken, sondern ich reguliere langsam in das Fieber und kann das nun entsprechend seiner Arbeitstemperatur, die es braucht, belassen, dass es nicht noch weiter ansteigt, beziehungsweise etwas runterregulieren, aber nicht in diesen Prozess massiv eingreifen und damit den Körper außen vor lassen, weil die Abwehr, die Stärke, ne, wenn ich Abwehrkräfte habe, wenn ich Abwehr- oder Autoantikörper bilden darf, dann wird ja beim nächsten Mal der Körper das schon erkennen und dann bist du gar nicht mehr krank, weil du hast dagegen schon deine Antikörper aufgebaut. Und diese Erfahrung müssen Kinder machen dürfen, weil das macht sie stark fürs Leben, das macht sie widerstandsfähig. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Mütter ist es jetzt, diese Zeit für sie auch zu haben, und sie auf diesem Prozess zu begleiten und das so, ich würde gar nicht sagen, das zu öfter, das sind ganz physiologische Reaktionen, die der Organismus dann macht. Ganz viel Abwehr baut er auch auf, ohne dass wir dabei krank werden. Ja. Aber wenn er diese Prozesse durchmachen darf, dann wird man langfristig zu einer sehr guten Stabilität kommen, weil das Fundament baut man sich in der Kindheit. Nachher im Erwachsenenalter muss man achten, dass man es hält. Und im Alter muss man auf diesen Reserven dann zurückgreifen dürfen. Was gibt es denn sonst noch für Notfalllösungen quasi? Also wenn ich jetzt als Mutter, ich habe zu Hause ein Kind, das fiebert, da gibt es noch die altbekannten Hausmittel, ja, natürlich. Natürlich, wichtig ist, dass ich auch jetzt darauf achte, dass das Kind schön trinkt. Ne? Ja. Durchs Fieber wird ja sehr viel auch ausgedunstet, sehr viel Flüssigkeit und dass es sehr viel trinkt. Ich kann auch ins Wasser immer mal einen Spritzer Zitrone machen oder dem Kind mit sehr viel Frischkost, also Obst, Gemüse aufschneiden. Das ist alles wichtig, ne? Weil das Kind, der Körper will jetzt nicht vom Stoffwechsel belastet werden durch Muffins oder durch Marmeladenbrot, sondern er will aktiv jetzt arbeiten. Das heißt, es muss genug trinken. Wenn es keinen Appetit hat, ist auch nicht so schlimm mal. Der Körper kann diesen Prozess viel, viel schneller regulieren, wenn er sich darauf konzentriert. Und wenn er vor allen Dingen unterstützt wird in diesem Prozess. Und dann kann ich auch das Fieber natürlich regulieren, indem ich um die Waden kleine Wadenwickel mache. Da werden die Tücher schön in kühles Wasser getränkt, um die Beinchen herumgelegt und dann einfach 10 Minuten, 20 Minuten und dann wird's wieder abgenommen und immer wieder nochmal nach 2 Stunden Wadenwickel, sodass immer, wenn das Blut durch die Beine läuft, auch eine gewisse Temperatur runterreguliert wird, aber sanft, aber wirklich sanft.
Und allein schon dieses Ferrum nachher vielleicht alle Stunde am ersten Tag, wenn das Kind 5 Globuli bekommt oder so eine Bio-Schüssler-Mineralien-Tablette, dann wird man merken, dass es einen Krankheitsverlauf nimmt, wo der Körper natürlich arbeiten darf, aber das Kind irgendwo nicht in eine dramatische Situation gerät, sondern die Natur nimmt sich auch die Zeit, die sie braucht, um diesen Prozess zu tun. Und dieses Ferrum, kriege ich das in jeder Apotheke? Das kriegt man in jeder Apotheke. Ne? Mhm. Da gibt es auch ganz viele gute Bücher über die Bio-Schüssler Mineralien. Und da gibt es eine Palette an Unterstützung. Aber das Ferrum Phosphoricum ist so das Fieber- oder Entzündungsmittel Nummer 1. Und das ist immer das Mittel der ersten Wahl. Mhm. Daneben gibt es homöopathisch auch den Eisenhut, das Aconit. Das sind auch Globuli, gebe ich immer gern den Kindern, wenn sie auch so ein bisschen vom Rachen entzündet sind. Hat aber als Sekundärwirkung auch noch die Fieberregulation. Aber wie gesagt, nicht auf einmal um 1-2 Grad runter, sondern es reguliert diesen Fieberprozess. Mhm. Also es sind sicher schon mal 2 Sachen, die eigentlich in die Hausapotheke von jeder Mutter gehören. Genau, genauso wie der Sauerkirschsaft, ne? Oder der Holundersaft, den man dann bereithält, um den Kindern dann zu geben. Und das sind eigentlich Prozesse, die langfristig unglaublich gut sind und vor allen Dingen diese Angst nehmend. Mhm. Ne? Fieber ist überhaupt nichts, wovor ein Mensch irgendwie Sorge haben muss. Ganz im Gegenteil, wir arbeiten ja sehr viel über die Ganzkörperhyperthermie bei Erwachsenen, weil wir einfach sehen, Erwachsene können kein Fieber mehr produzieren. Ich habe mal in einer Sendung gesehen, dass die haben ein Kind, das hatte Kopfschmerzen, leichtes Fieber, haben sie einen Zitronenwickel gemacht. Was meinst du dazu, auch nützlich oder ist das jetzt eher... Ja, natürlich. Ich meine, das ist das hochdosiert Vitamin C in jeglicher Form auch immer. Man kann das natürlich lokal als Wickel machen, selbstverständlich. Aber viel, viel besser wäre die Zitrone ins Wasser. Mhm. So, weil die Zitrone hat natürlich hohes Vitamin C. Vitamin C wird recht schnell auch abgebaut. Das heißt, es macht keinen Sinn, übermäßig hohe Dosen. Das kann auch Ascorbinsäure sein oder Zitronensaft, aber immer wieder über den Tag anbieten. Mhm. Ne? Schön. Ich habe online gelesen, es war so ein Ratgeber für Mütter, da hieß es, wenn ein Baby unter 3 Monaten Fieber hat, müsste man sofort ins Krankenhaus. Wie siehst du das? Ab wann ist es wirklich soweit, dass man sagen muss, okay, mein Kind fiebert, entweder vielleicht schon seit mehreren Tagen oder es hat so eine hohe Temperatur, ich muss jetzt sofort zum Hausarzt oder sogar in den Notfall ins Krankenhaus. Also jeglicher Weg ins Krankenhaus würde ja immer bedeuten, erstmal in den Notfall und dann wird symptomatisch gedrosselt. Ja. So, und Fieber im Sinne einer viralen Aktivierung jetzt, dass der Körper seine Immunabwehr startet, kann auch schon mal beim Baby geschehen. Das ist gar keine Frage. Und man muss immer auch den Gesamtzustand sehen. Ne? Wenn das Baby vor Unbehagen schreit, dann kann ja hinter diesem Fieber auch eine Mittelohrentzündung liegen. Ja. Ich beobachte sehr, sehr, sehr oft, dass wir gerade, wenn uns warm ist als Erwachsene, dass wir meinen, auch den Babys ist jetzt warm. Und die liegen da im Wagen. Manchmal sitzen sie ungeschützt mit Mützchen. 70% der Körperwärme geht über den Kopf verloren. Der Kopf ist das Wärmste, was wir in unserem Körper haben. Und Kinder haben nicht die Toleranz, diese Temperatur gegenüber einer kühleren Umgebung zu wahren. Das heißt, dass sehr schnell bei einer schlechteren Durchblutung sich auch posttraumatisch im Sinne einer Unterkühlung vielleicht auch so eine Otitis, Ohrentzündung entwickeln kann. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir für die Kinder diese Wärme gewahren. Und wenn man jetzt das Fieber als Zeichen dessen nimmt, der Körper startet einen Prozess und das Kind ist aber sehr unruhig oder es hat irgendwie im Bauch eine Problematik, weint oder durchfällige Stühle und so weiter, das soll überhaupt nicht ausschließen,
dass man das auch ärztlich dann bitte vorstellt. Mhm. Wenn man ein zufriedenes Kind hat, aber man hat eine erhöhte Temperatur, dann sind es manchmal Prozesse, die von einer Stunde zur anderen passieren bei diesen Kleinen. Und die Eintrittspforten, die Schleimhäute, wenn ein Kind gestillt wird, dann hat es die Abwehr der Mutter. Dann ist es auch gefeit vor ganz vielen Dingen. Die Mutter hat Antikörper gegen Windpockenviren. Die Mutter gibt über die Muttermilch so viel immunogene Kraft. Das heißt, da ist eigentlich das wenigere Problem. Das Kind hat ja auch einen gewissen Nestschutz. Es kommt ja mit dem Leben auch nicht so groß in Verbindung. Mhm. Aber wenn es dann dennoch so ist, dann ist nicht der erste Weg, aber die Beobachtung der Mutter, weil die Mutter kennt ihr Kind ganz genau. Mhm. Und wenn es dann so auch in den Prozess der Zahnung kommt zum Beispiel, das sind dann auch manchmal Nächte, wo man nicht durchschlafen kann, aber man beobachtet, da ist im Kiefer, da wird was durchbrechen. Und manchmal ist das auch mit so einer Fieberreaktion teilweise verbunden. Also solange ich als Mutter das erklären kann und als Mutter dann vielleicht dieses Fieber auch begleite, dann ist das natürlich nicht ein Problem, was ich sofort vorstellen muss. Aber ich muss das Kind im Blick haben und sehen, dass es nicht eine Angina entwickelt oder eine Mittelohrentzündung oder es entwickelt einen Husten und ich weiß nicht, ist das nur ein Infekt? Mhm. Dann kann ich das Kind auch schon nächsten Tag vorstellen. Ja. Ne? Also wenn man jetzt mal das ganz kurz alles zusammenfassen würde, kann man sagen, bei Kindern lieber regulieren, aber nicht die Temperatur unterdrücken. Und eigentlich, solange es dem Kind gut geht und es nicht nur vor Schmerzen schreit, kann man sich den Gang zum Arzt eigentlich sparen. Oder vor allen Dingen, ich muss einfach beobachten, Kinder dürfen ja mal krank sein. Ja. Ich finde immer, Kinder müssen dann zum Arzt, wenn der Arzt hilft. Mhm. Der beste Arzt ist eigentlich erstmal die Mama, weil die ihr Kind am besten kennt. Und wenn die Hilfe braucht, dann stelle ich es vor. Aber nicht einfach, mein Kind hat Fieber und ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Blande, virale Infekte laufen ja erstmal so ab. Und interessant ist, dass wenn hohes Fieber dann auch so bis 39,5, das ist gar nichts Unwahrscheinliches, auch bei Babys oder bei Kindern so bis 3 Jahren, die sind schlapp, die sind müde, die schlafen viel, aber die fiebern schön, die trinken gut, sind einfach erschöpft. Dann sind es Kinder, wo man dann auf einmal morgens sitzen, die im Bettchen und lachen und spielen. Alles ist weg, alles ist wieder vorbei und das Leben nimmt seinen normalen Lauf. Also man muss die Symptomatik anschauen. Mhm. Zum Beispiel Akonit als Fieberzäpfchen gibt es richtig auch im Handel für die Kleinen. Oder Vibrocol, das macht sie so entspannt und gerade beim Zahnen und wirkt auch regulierend. Das sind Dinge, die so schön unterstützend sind in diesen Phasen. Und die sind ja auch klein. Ne? Man darf ja nicht vergessen, ein kleines Kind, wenn es geboren wird, das muss sich ja sein ganzes Mikromilieu, muss es sich ja erst aufbauen. Mhm. Und das geht dann schon mal auch über solche Wege. Da ist krank oder Fieber ist dann nicht... Es wird krank. Es ist ein Prozess, den das Kind jetzt macht, um seine eigene Abwehr wirklich fürs Leben aufzubauen. Mhm. Gut, dann hätte ich mal noch eine grundlegende Frage. Und zwar als Mutter, wie messe ich dann überhaupt das Fieber richtig von meinem Kind? Es geht ja unter der Achsel oder in den Mund oder muss das Fieberthermometer in den Anus oder wie richtig? Da ist ja auch ganz viel jetzt passiert. Also früher war es gang und gäbe, axillär. Es war gang und gäbe, auch mal rektal zu messen. Heute macht man es ja ganz leicht. Man kann es ins Ohr stecken. Durch diese elektronischen Fieberthermometer geht das fix. Das belastet die Kinder überhaupt nicht. Mhm. Man kann sie sogar beim Schlafen Fieber messen. Es hat nur so ein bisschen wenn du rektal misst, ist es leicht erhöhter, als wenn du jetzt axillär oder in den Ohren misst. Mhm. Aber das sind so kleine Unterschiede, die am Großen und Ganzen gar nichts ausmachen. Mhm. Und wenn man jetzt beim Kind immer wieder so subfibrille Temperaturen hat, so latent, mal ist es weniger, mal ist es mehr, aber es ist immer latent eine erhöhte Temperatur und man beobachtet es längere Zeit, die Kinder sind schlapp, müde, das sind natürlich Dinge, die muss man dann auch mal abklären.
aber nicht in einem akuten Zustand. Im akuten Zustand hat man mit dem Körper eins wahrzunehmen, dass er in der guten Kraft ist, das jetzt alleine zu klären. Und das macht das Kind stark und groß. Mhm. Gut, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar, statistisch gesehen haben Kinder ja immer mehr Fieber im Vergleich zu den Erwachsenen. Woher kommt das? Ist das einfach nur für den Aufbau des Immunsystems? Genau, oder? Selbstverständlich. Das heißt, ein Erwachsener hat ja im Rahmen seiner Kindheit und seines Erwachsenwerdens eigentlich alle diese Prozesse auch durchzustehen. Mhm. Und wir sind geneigt, medizinisch immer mehr den Kindern abzunehmen und meinen, wir könnten das durch vielleicht Impfung tun. Nichts ist so gut, wie eine natürliche, gesunde Immunabwehr sich aufzubauen. Und da braucht es natürlich auch mal diese Krankheitsphasen. Es ist ja unglaublich, was der Körper bei so einer vielleicht auch mal grippalen Infekt alles wieder rausbringt, was ihn belastet. Und diese einfach mal einen Infekt haben als Erwachsener und den auch mit Fieber zu begleiten, ist heute schon eine große, große Seltenheit. Mhm. Und da würde ich mir nicht so anmaßen wollen zu sagen, das ist gut. Ich würde mir wünschen und ich freue mich immer, wenn ich hinterfrage, wenn Menschen sagen, nee, ich habe in großen Abständen auch mal einen richtigen viralen Infekt, aber ich begegne dem mit Fieber, das ist sehr selten. Aber Kinder müssen ja zu einer gewissen Abwehr erstmal kommen und sind regulativ, das kommt auch noch dazu, noch sehr fähig. Ne? Ein Kind kann regulieren. Man sagt, wenn jemand reguliert, funktioniert er. Das heißt, deshalb gelingt auch Homöopathie so gut, weil da ist nichts, was diesen Prozess stört. Mhm. Bei Erwachsenen ist es anders. Auf der einen Seite sicher haben sie eine gewisse Abwehr sich aufgebaut, aber auf der anderen Seite ist heute der Mensch so stark belastet. Schon allein, wenn du in einem WLAN-Netz bist oder in einem anderen Netz von Mobilfunkstrahlung, setzt sich die Aktivität deiner Leukozyten runter. Wir haben diese Untersuchung gemacht. Und die Leukozyten sind die, wo ich erzählte, die massiv hochgehen, wenn sie wahrnehmen, da ist eine Entzündung oder eine virale oder bakterielle Belastung. Mhm. Und das nimmt eigentlich den Erwachsenen auch die Tendenz, so einem Prozess mit Fieber zu begegnen bei einer viralen oder bakteriellen Situation. Ich bin wirklich erschrocken, wie wenig oder auch Tumorpatienten, die sagen, ich habe bestimmt 10, 15 Jahre keinen Infekt gehabt und habe nie Fieber. Mhm. Dann ist das etwas, was wir wieder wirklich mit den Menschen, dem Organismus, die Fähigkeit zurückgeben sollten, damit er diese Prozesse alleine macht. Mhm. Gibt es noch irgendetwas, das du gerne an jede Mutter da draußen von unseren Zuschauern gerne mitgeben möchtest? Ja, also ich war lange genug Landärztin und immer wenn eine Mutter ganz aufgeregt mich angerufen hat, um Gottes Willen, mein Kind hat hohes Fieber, dann bin ich da schnell hingefahren, weil ich einfach wollte, dass ich ihr helfen kann, dass sie eine angstfreie Mutter wird und dass sie diesen Prozess in der Hand hat, gut zu begleiten. Und ich glaube, mit jedem neuen Prozess, gerade beim ersten Kind, ist es natürlich schon alles neu und anders und man ist ängstlich, man will es richtig machen. Und beim dritten, vierten ist es dann schon ganz entspannt. Aber lernen Sie in diesen Prozess hinein und vor allen Dingen lernen Sie, dass es nichts gibt, was wir immer gleich wegmachen müssen oder was wir reduzieren müssen. Das Fieber ist eins der wichtigsten Dinge, die uns das Leben, die Natur auch gegeben hat, damit der Körper immer wieder im Gleichgewicht bleibt und der selber weiß am besten, was er zu tun hat und was er lassen soll und muss. Und darauf dürfen wir uns nicht 100, sondern 1000-prozentig verlassen. Mhm. Vielen Dank, liebe Petra. Gerne, sehr, sehr gern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gehört, auch ein Kind darf fiebern. Und ihr könnt das Kind auch gerne mal ein bisschen fiebern lassen. Regulieren ist hier gefragt und nicht nur unterdrücken. Ich freue mich auf die nächste Sendung und auf Wiederhören miteinander.